Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwert. In der letzten Folge sind wir in Kelton angekommen. Das ist eine lebendige Hafenstadt für ihren Markt und ihre berühmten Restaurants bekannt ist, falls ihr das noch nicht wusstet. Und als allererste Aktion hier, wir werden die Stadt in dieser Folge zwar angucken, aber nicht als erstes, sondern als allererstes werden wir natürlich die ID-Lotterie einmal machen. Bla bla bla, ja, speicher doch. Viel Glück. Und? Okay, ist doch bestimmt. Ja, ja, so ein Pokémon habe ich. Habe ich nicht. Umso mehr Pokémon man hat, umso eine höhere Chance hat man hier dann wahrscheinlich auch, ne? Egal, ich habe eben noch meine ganzen Pokémon auf jeden Fall in die Pokéjobs reingeschickt. Und wir werden jetzt einmal eine Änderung im Team vornehmen. Und zwar kommt Lacy raus, weil Lacy ja nicht kommentiert bei meinem Let's Play. Das geht gar nicht, Leute. Deswegen kommt Lacy jetzt raus, auch wenn sie eigentlich recht gut ist und Feen-Pokémon bla bla bla. Und dafür kommt der Ranixon jetzt rein. Weil Rannik immer schön fleißig am Kommentieren ist, richtig gute Tipps gibt und sowas. Und das Pokémon auch relativ cool aussieht. Passt schon, Leute. So, jetzt ist Rannik im Team. Ich hoffe, du bist damit happy und zufrieden. Und bevor wir uns Kelton angucken, ich habe die Story übrigens nicht wirklich verstanden, was sie von mir wollten. Ob ich jetzt nach dem Arena-Kampf mit denen da essen soll, mit dem Rosé? Oder davor? Keine Ahnung. Egal, wir haben auf jeden Fall in der letzten Folge noch unser schönes Roto-Rad hier bekommen. Hatten wir jetzt in wohin genau eigentlich gefangen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall möchte ich auch noch ein Porenta mir fangen, weil das scheint eine Nachentwicklung zu haben. Und ich habe beim Schneiden noch gesehen, dass ich ja ein paar Federn liegen gelassen habe, wo mir der Rannik auch gesagt hat. Oh, da kommen die immer wieder? Das kann natürlich auch sein. Kraftfeder. Angriffbasiswert wird erhöht. Das kann sein, dass man hier einfach Federn farmen kann, jeden Tag. Auf jeden Fall leuchtet hier immer mal was und das, ich habe hier ein paar auf jeden Fall übersehen. Habe ich gemerkt, als ich den Part von gestern geschnitten habe. Geniefeder, ja, also einige Federn hatten wir hier anscheinend schon. Dann kommen die hier wahrscheinlich immer wieder. Da ist noch eine Feder. Richtig geil. Esprit-Feder, Spezialverteidigung, why not? Und noch eine Geniefeder. So, okay, das wollte ich auf jeden Fall einmal machen. Einmal zumindest alle Federn hier angucken. Also anscheinend hatten wir zwei Stück nicht gehabt. Und der Rannik meinte nämlich, das bringt absolut gar nichts, wenn wir die Federn in Pokémon zum Ausrüsten geben, weil das anscheinend aktive Items sind. Also klar, man kann die natürlich als Schmuck benutzen und das finden die Pokémon bestimmt auch ganz toll, aber anscheinend sind das alles aktive Fähigkeiten und ich hatte auch eine Feder beim letzten Mal eingesetzt, statt sie zu geben. Deswegen war ich da verwundert. Aber ich glaube, ich werde die Dinger erst relativ spät einsetzen, wenn ich wirklich mein Team habe, das ich auch wirklich am Ende auch haben will. So, egal, dann geben wir die Plateauschuhe jetzt auf jeden Fall Alexandros wieder. Und dann hatten wir hier ja noch mindestens zwei Kämpfe. Hatte ich die Dinger hier schon? Hatte ich euch schon? Hallo? Zeig mal, was bist du? Achso, das sind die. Hä, aber eben haben... Die sind doch geflogen eben, oder nicht? Das sind diese Zuckerwatte-Dinger. Aber die will ich ja gar nicht haben. Die IP nehmen wir natürlich trotzdem mit. So, tschüss, Flauschling. Denn keine Entscheidung. Vor allem, wo wir jetzt wieder einen Rannikson Level 16 in unserem Team haben. Der muss jetzt erstmal wieder Level 20 werden, bevor er überhaupt irgendwas kann. Aber ich freue mich, dass der Rannik jetzt auch mit dabei ist. Ha, konzentriere dich darauf, die Stärken deiner Pokémon auszubauen. Ihre Schwächen kann man auch mal ignorieren. Stimmt, da hatte mir der Rannik auch noch einen Kommentar geschrieben. Und zwar das Wesen, weil ich das ja in einer der letzten Folgen angesprochen hatte, sagt aus, in welchen Bereichen das Pokémon gut und schlecht ist. Und das wird anscheinend irgendwie noch separiert. Oder dargestellt durch blau und rote Unterlegung. Und irgendwie, wenn das Pokémon robust ist vom Wesen her, dann hat es keine positiven und negativen Effekte, sondern ist überall halt neutral gut. Und wenn der hitzig ist oder sowas, dann hat er mehr Stärke, aber dafür weniger Verteidigung, irgendwie sowas, keine Ahnung. Oder weniger Initiative oder sowas. Irgendwie so. Also, wenn man ganz cool drauf ist, dann kann man sich auch noch die Wesentypen merken von den Pokémon. Und dann je nachdem, was man für ein Pokémon haben möchte, irgendwie so ein Pokémon suchen, was diesem Wesentyp entspricht. Ja, aber keine Ahnung. Ich bin jetzt ja nicht so der professionelle Pokémon-Trainer, wie ihr das vielleicht schon gemerkt habt. Von daher interessiert mich das bisher noch nicht, aber es ist auf jeden Fall cool zu wissen. Also danke, Rannik, für diese ganzen Kommentare. Deswegen bist du jetzt auch im Team drin. Ich hoffe, du leistest gute Arbeit. So wie JC gerade. Das war Rebecca. Ich akzeptiere meine Niederlage, aber ich lasse mich davon nicht ausziehen. Na, was hast du denn hier Schönes versteckt? Drei Kapseln, Special-Angriff, ja! Und gegen dich haben wir, glaube ich, auch noch nicht gekämpft, genau. Hallöchen. Hat die da einen... Was hat die da in der Hand? Sag's nicht weiter, aber ich lasse mir bei der Arbeit gerne von meinem Pokémon helfen. Was? Immer diese Pokémon-Kinderarbeit hier. Ah, das ist ein Handy. Riesiges Scheiß-Handy, okay. Oh, sie hat so einen Ovomund. Die macht so einen Ovomund. OMG. Ecklibunkel. Mit seinem Hotdog-Händchen. Auch immer wieder süß. Aber das sieht wenigstens auch wie ein richtiges Pokémon aus. Und ist nicht einfach nur ein Apfel.
wenn ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, Klobunkel ist aber ein Wasser-Pokémon, zumindest zum Teil. Deswegen werden wir mal Alexandros einwechseln, in der Hoffnung, dass er nicht sofort stirbt. Kann auch sein, dass Klobunkel irgendwie ein Kampf-Pokémon ist. Wenn wir jetzt an der Erstauner. Das ist sowieso die witzigste Attacke. Er dreht sich um und sagt, Krah! So, bist du Wasser oder bist du nicht Wasser? Das ist nicht sehr effektiv. Ist anscheinend nicht Wasser. Was ist er denn dann? Jetzt bin ich verwirrt, Leute. Egal, der macht so wenig Damage mit seinen Attacken. Ich glaube, wir können uns tatsächlich mit Egelsamen an dem hochheilen. Wenn wir jetzt einmal Egelsamen einsetzen, was nicht trifft. Gift ist der! Das macht viel mehr Sinn. Das macht richtig Sinn. Oha, okay, Gift macht schon mehr Schaden. Sollten wir vielleicht doch den mal schnell töten, bevor hier noch irgendwas Schlimmes passiert. Wieso verfehle ich denn die ganze Zeit? Auf mich zu verhöhnen, weil ich die ganze Zeit verfehle. Das ist voll uncool. Aua. Geil, ey, das Gift wird mich töten. Aua, das macht voll viel Damage. Okay, wir müssen nochmal auswechseln. Okay, du meinst, der ist Gift. Ist Gift gegen Gift gut? Wollen wir einfach mal Rannik reinpacken? Rannik hat vor allem voll viele Leben, dafür, dass er erst Level 16 ist. Okay, Rannikson, dein erster Auftritt. Du schaffst das schon. Rannik. So, ist Gift gegen Gift sehr gut? Nee, ist nicht sehr effektiv. Okay, wir werden nicht unsere Giftattacke einsetzen, sondern Kratzfurie. Kratz ihn tot. Den Hotdog-Hand-Gedüngel. Wieso verfehlen wir den die ganze Zeit? Yo, ist das Jax oder was? Der seine E anhat. Ich muss aufhören mit diesen LOL-Vergleichen. Weil damit sowieso keiner hier was anfangen kann. So, eins, zwei, drei. Das kann bis zu 5 Mal treffen. Er hat 3 Mal getroffen. Okay, Rannik. So weit, so gut. Ich glaube, Rannik ist ein sehr guter Typ gegen dieses Klibunkel. Jetzt treffe ich ihn mal ein paar Mal häufiger. Eins, zwei. Mach ihn kaputt. Mach ihn kaputt. Noch einmal. Komm, komm, du schaffst das. Ja, Rannik, du bist der Allerbeste. Rannikson, Rannikson. Hier mal weggeschlitzt. Level 17, ja. Okay, müssen wir mal gucken. Er kriegt auf jeden Fall sehr viele KP. Der Rest eher weniger. Ich glaube, plus 3 ist immer das meiste und plus 0 ist das wenigste, ne? Oha, jemand, der mehr drauf hat als mein Pokémon, das wiederum mehr drauf hat als ich. Tja, was sagt das über dich aus, Tanja? Was sagt das nur über dich aus? Wenn mir die Arbeit zu mühselig wird, kommt mein Pokémon und krault mich. Oh, ich will auch ein Kraul-Pokémon. Okay, ich werde mal ganz kurz nach einem Porenta Ausschau halten. Beziehungsweise haben wir ja sogar 2 Evolis hier abgegeben, nicht wahr? Dein Pokémon hat ein Ei bei sich getragen. Möchtest du es haben? Ja, gib mir ein Ei. Die muss man aber auch irgendwie ausbrüten, nicht wahr? Kümmere dich gut darum, aber wie... Das muss jetzt in meinem Team sein, damit ich es ausbrüten kann oder so, ne? Ist das nicht so? Ich finde übrigens gerade gut, dass Exandros gar nicht Giftschaden bekommt, obwohl ich mit ihm draußen bin. Also bei der Game-Edition war das auf jeden Fall so, dass wenn er vergiftet ist und man hier einfach so rumgelaufen ist, dann hat er trotzdem weiterhin Giftschaden bekommen. Was mir auch zum Verhängnis wurde bei der Game-Edition, beim Let's Play dazu, wenn ihr euch das angucken wollt. Aber ich verstehe jetzt trotzdem nicht, wie ich dieses Ei ausbrüten kann. Ich muss mal kurz mit der Omi reden. Hallo Oma. Hast du Fragen? Ja, was mache ich mit diesen Pokémon-Eiern? Du musst dir dein Team aufnehmen und dann herumlaufen, dann stiftst du irgendwann ein Pokémon raus. Ja, ja, das sind die Wunder der Natur. Okay. Und sie schenkt mir einfach ihr Troxel. Okay, der Troxel. Dankeschön. Hä? Es lohnt sich wirklich, mit den NPCs einfach zu sprechen. Das ist gar nicht mal so hässlich. Das sieht aus wie ein kleines Baby. Ja, ist auch ein Baby-Pokémon. Vom Elektrogift, heftiger Scheiß. Das Gift aus dem Giftsack in seinem Körper sondert es über die Haut ab. Berührt man es, bekommt man einen lähmenden Schock verpasst. Oh, wie süß. Will jemand ein Toxel sein, Leute? Tox, Toxel. Ja, die kannst du auch noch haben. XP-Bonbons. Dankeschön. Ja, geil. So, hat sich das doch auch nochmal gelohnt. Das heißt aber, wir müssen jetzt dieses komische Ei in unser Team packen. Tja, Nickel, es tut mir leid, aber du kannst mir einmal den Pokéball geben. Aber du bist jetzt halt so hässlich. Und ich finde hässliche Pokémon nicht so geil, muss ich sagen. Deswegen sorry. Sorry, Nickel, aber du wirst jetzt durch ein Ei ausgetauscht, wenn das okay ist. Jetzt haben wir 2 Pokémon heute ausgetauscht in unserem Team. Ja, Nickel, dann sag einfach, was für ein Pokémon du sein willst, das für ein neues Pokémon. Und dann würde ich dich irgendwann nochmal wieder ins Team reinpacken. Ich habe ja schon vorgeschlagen, dass du ein Knapfel wirst, weil du das Pokémon so witzig fandest. Aber dafür muss ich halt auch erstmal einen Knapfel finden. Da haben wir doch noch einen Porenta. Das ist doch perfekt. Hallo Porenta. Wir haben JC gerade vorne, ne? Ich glaube, der sollte ein bisschen was aushalten. Ein wildes Porenta. Das habe ich nämlich noch nicht. Letztes Mal hat es sich selber umgebracht, weil es verwirrt war. Und hier der Rannik hat auch gesagt, ja, das ist ja eine Rannik-Folge irgendwie, dass Porenta tatsächlich in diesem Spiel eine Weiterentwicklung bekommen hat. Also ich weiß jetzt nicht, ob in diesem Spiel exklusiv, also erst ab diesem Spiel. Aber er hat auf jeden Fall eine Weiterentwicklung. Deswegen brauche ich auf jeden Fall ein Porenta.
Und Fly wird auch ein Poretta werden, weil der wollte ein Vogel-Pokémon sein. Und zwar ein cooles Vogel-Pokémon. Und welches Vogel-Pokémon ist bitte cooler als ein Poretta? So, dann bleib mal bitte im Pokéball drin. Pokéball, flieg und sieg! Fange dieses Poretta im Namen des Pokémon-Gottes. Mann. Im Namen von Dizzymon und im Namen von JCmon befehle ich dir, in diesem Pokéball zu bleiben. Gebe dich geschlagen. 2, 3. Ha, Poretta ist mein. Ja, ich hab ein Poretta. Ich bin so happy. Wildenten-Pokémon. Dies ist die in Galar ansässige Form von Poretta. Dieser tapfere Krieger schwingt im Kampf eine dicke, robuste Lauchstange. Wie das klingt. So, und Poretta wird Fly. Beziehungsweise ich frag Fly nochmal kurz, ob er vielleicht auch seinen Namen irgendwie anders haben kann tun. Gut, hab ihn gefragt, er hatte keine Ahnung. Und er wollte erstmal kein Poretta sein, aber Poretta ist cool. Du bist es auf jeden Fall, Poretta. So, erstmal bist du in der Box. Ich werde dich aber wahrscheinlich irgendwann noch ins Team nehmen. Oh mein Gott, ich habe viel zu wenig Plätze in meinem Team für die ganzen Pokémon, die ich da reinpacken will. Nun denn, egal. So, wir haben unser schönes Poretta. Und jetzt schauen wir uns auf jeden Fall Kelton an. Ah, okay, hier ist das Restaurant. Und die... Lol, du siehst ja aus wie ich. Nur hast du keine roten Haare. Gegen Kate gewinnt niemand so leicht. Ich gehe jetzt wieder in die andere Richtung. Ich wollte dir das nur kurz sagen. Okay. So, ja, da wollen die mit mir essen auf jeden Fall. Und hallo Fans. Ein Autogramm bitte, Präsident Rosé. Okay, was haben wir sonst noch so? Da sind auf jeden Fall... Hier ist anscheinend die Stadt der Reichen und Schön. Naja, schön nicht, aber die Reichen zumindest. Hallo, bei mir kannst du da Dualmittel stehen. Ultra teuer alles. Warum ist alles so teuer in diesem Spiel? Hier kann man noch ein paar Platten kaufen. Achso, das hier ist quasi die Lahnstraße. Richtig das reiche Gebiet und dann haben die hier so kleine Marktstände einfach. So richtig auf Billo. Ich habe duftenden Rauch. Möchtest du was haben? Ach, das kann man Leuten zum Tragen geben, ne? Ja. Ach du Scheiße, Glücksrauch. Exotischer Duftkraut verdoppelt das Preisgeld, wenn der Träger am Kampf teilnimmt. Ist ja mega gut, Leute. Das kaufe ich mir auf jeden Fall. Hallo? Doppeltes Preisgeld? Ja, moin. Ist eine gute Investition für die Zukunft. Und das kriegt jetzt erstmal Exandros. Weil ich weiß sowieso noch nicht, was ich Exandros wirklich zu tragen geben soll. Hast du zu mir einen Picochilla und tauste das gegen mein Wumbol? Ja, klar. Das war dieses kleine Maus-Pokémon, ne? Ja. Ich habe keine Ahnung, was ein Wumboller ist, aber klar. Ja, lass tauschen. Tschüss, Picochilla. Alles Gute. Machst du gut, ne? Was ist das für ein Viech? Sieht aus wie Pflanze auf jeden Fall. Ein Wilhelmina. Hat dir Zuckerwatti. Zuckerwatti, die hat das wieder selbst benannt, deswegen wusste man gar nicht. Ne, ein Waumboll. Ein Wattebausch-Pokémon. Jetzt bin ich super verwirrt. Ist das die Weiterentwicklung von diesen Zuckerwatte-Pokémon? Oder wie? Keine Ahnung. Sie schützen sich, indem sie Watte verstreuen. Manche werden von Wind bis ans andere Ende der Welt getragen. Ist das auch so in der Natur, dass die Baumwolle einfach so rumfliegt? Ich weiß es gar nicht. Danke, ich dufte von dir. Ja, ich dufte von dir. Ich sehe einen Pokéball mit einem Magneten drin. So, haben wir schon mal die Seite hier fertig. Irgendwo da rechts war auch noch ein Leuchtturm, wenn ich mich recht... Ach, da hinten ist der, verdammt. Kann man hier trotzdem... Alter, Olympische Spiele oder was? Team Gel geht hier auch voll ab. Ah, ist das hier die Galarmine 2? Ja, okay, Team Gel will uns erstmal nicht vorbeilassen. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir ja ein nettes Bötchen für uns, das wir uns leisten können. Nee, die sehen ja alle hässlich aus. Ich möchte schon eine Yacht haben. Das sind ja hier alles Single-Boote. Da ist nichts für mich. Nee. Ich brauche da schon was Luxuriöseres. Na gut, dann hallo Story. Lass uns essen. Hast du nicht gehört, was Präsident Rosé gesagt hat? Hol dir sofort den Wasserorden, Mann. Okay, habe ich das doch richtig verstanden? Dass man erst den Arena-Orden holen soll und dann erst essen soll. Ja, dann brechen wir nochmal kurz in ein Haus ein. Hallo, Ihre Tür stand offen. Guck mal, ich habe auch die Liga-Karte vom Gymdelion. Okay. Kann man noch in deinen Hintergarten rein? Warum nicht? Kann man vielleicht deine Schlüpper angucken? Auch nicht. Was hast du so für Bücher? Kann man auch nicht wissen. Was machst du hier eigentlich? Du sitzt einfach nur... Ich mach dir mal den Fernseher an. So, jetzt kannst du... Keine Ahnung, Aktien oder so gucken. Tschüss. Wieder eine gute Tat getan. Bei jemandem eingebrochen und den Fernseher angemacht. Damit ihm nicht so langweilig ist. Hallo Oma, ich mache deinen Fernseher an. So. Und da sehe ich doch etwas in ihrem Mülleimer. Bitte lassen Sie mich Ihr Pfand mitnehmen. Ich bin ein armer Student. Na gut, dann nicht. Hallöchen. Dizzymon ist unterwegs. Sie wollen angeln gehen? Ich habe da ein Wurm-Pokémon für Sie. Und auch Ihren Fernseher mache ich an. Auf Wiedersehen. Ich bin der Fernsehanmacher. Guten Tag, Dizzymon. Unterwegs zum Fernseher anmachen, ihr kleinen Zwillinge. Bitteschön. Wenn ein böser Mann vorbeikommt, beschützt uns unser Pokémon. Hat nicht so gut funktioniert. Flausch. Ich bin ein böser Mann. Ich nehme jetzt euer Flausch mit.
So, Flausch geklaut, tschüss. Wie sinnfrei war das denn jetzt? Egal. Oh, da war noch ein Haus. Und hier ist doch bestimmt noch was versteckt. Ah, sehe ich doch einen Blinky-Blink. Überheiler. Guten Tag. Ihr Fernseher-Anschalldienst ist unterwegs. Das macht 500 Poké-Dollar. Danke, tschüss. So, wo gucken Sie hin, werter Herr? Haben Sie einen Fernseher zum Anmachen? Ich erwarte Großes von dir. Das sage ich zwar zu jedem, aber ich meine es auch so. Es braucht mehr Leute wie Sie, Sir. Dann wäre die Welt ein besserer Ort. Fernseher-Anschaltservice ist unterwegs. Um zu erkennen, ob ein Felino weiblich oder männlich ist, muss man schon genau hinsehen. Nicht so einfach, was? Doch, warte, ich erkenne das bestimmt. So, Felino! Woran kann man es erkennen? Nicht am Schweif, nicht am Mund. Nicht an den Augen, nicht an den Dingern. Doch, an den Dingern, die aus der Seite rauskommen. Ich glaube, die männlichen haben da zwei Abzweigungen. Und das Weibliche hat nur eine Abzweigung. Oder halt genau andersrum. Ja, aber daran erkennt man's. Aber was jetzt welches ist, keine Ahnung. DC Anschaltservice ist auch für Sie da. Hallo, ich bin in ganz Kelton unterwegs. Wollen Sie, dass ich Ihren Fernseher anmache? 500 Poké-Dollar wird das kosten, ja? Alles klar. Danke, das macht 500 Poké-Dollar. So, ich habe leider noch mehr zu tun. Wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder, wenn Ihr Fernseher mal wieder aus ist. Guck mal, die haben ja auch einen Bahnhof. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns einfach mal die Wasserarena an, oder? Kate ist wirklich mit allen Wassern gewaschen. Ha! Witzbold, du. Krass. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Oh, wir können einfach die Treppe hoch und runter fahren. Alter, richtig der Extremsportler sind wir. Wo ist denn die Dame jetzt? Hey, hier war doch eben noch eine Frau. Okay, egal. Was haben wir hier? Eine Angel? Netzbälle. Die sind, glaube ich, auch für Wasser-Pokémon, ne? Ist ja merkwürdig, dass sie genau hier liegen, wo auch die Wasser-Pokémon sind. Wir schauen uns mal ein, zwei an. Vielleicht ist da was Interessantes bei. Das kenne ich nicht. Okay, das ist ein Hecht. Picuda. Ich hätte gedacht, das ist dieses komische Pokémon, das sich immer an die Wale daran hängt. Okay, der ist Level 21, dann sollte er ja wohl ein Level 22 Rasierblatt aushalten, oder? Nein? Okay, schade. Dann vielleicht ja du. Es ist übrigens gerade dunkel geworden. Du bist genau dasselbe Pokémon. Sei mal bitte Level 23 oder so. Irgendwas Hohes, das auch ein Rasierblatt aushält. 24, oh yeah, perfekt. Guck mal, man muss nur drum bitten. Komm. Du bist zwei Level über Nein, als ob! Hä? Exandros ist viel zu stark. Kann man bitte eines dieser Pokémon, es ist übrigens immer dasselbe Pokémon, einen Rasierblatt überleben? Das kann doch nicht sein. Okay, wir machen kein Rasierblatt, sondern nur einen Ruckzuck-Hieb. Okay, aber davon brauchen wir natürlich ein paar mehrere. Haha, du hast verfehlt. Und wieso kannst du eigentlich in der Luft schweben? Bist du nicht ein Wasser-Pokémon? Das macht ja gar keinen Sinn. Gut, dann setzen wir noch ein paar Egelsamen ein. Dadurch heilen wir uns und machen, glaube ich, auch minimal Damage. Blablabla. Hier, friss meine Egelsamen. Die sind ganz schön egelig. Hahaha. Jo, der kann mich beißen. So, jetzt bin ich gespannt, ob das Damage macht. Ne, es heilt mich nur, ne? Doch, es macht auch Damage. Okay, sehr gut. Jetzt müssen wir noch eine Runde kurz warten. Derzeit können wir einmal noch einen Heuler einsetzen. Oh nein, er hat sich in ein Wasserelementar verwandelt. Dafür heule ich dich an. Damit ja deine Verteidigung sinkt. Nein, dein Angriff. Weiß ich doch. Die Sache ist jetzt müssen wir ihn leider auch fangen, weil sonst töten die Egelsamen den. Aber wir haben ja gerade einen Netzball bekommen. Könnte man ja auch einsetzen. Ist gut für Wasser-Pokémon. Komm, ich rette dich vor deinen sicheren Tod. Geb dich Exandros geschlagen und geb dich Dizzybon geschlagen. Ich befehle dir, im Ball zu bleiben. Sehr gut. So, Picuda ist ein Rempler-Pokémon von Typ Wasser. Sein spitz zulaufender Kiefer ist sein ganzer Stolz. Er blickt es etwas, das sich auch nur ein bisschen bewegt. Er setzt es geradewegs zum Stoßangriff an. Machen das Hechte wirklich so? Ist das überhaupt ein Hecht? Meistens hat das ja auch irgendwas mit der Realität zu tun, was die hier so erzählen. Aber okay, hier gibt es anscheinend immer nur dieselben Pokémon, deswegen können wir ja einmal zum Leuchtturm gehen. Warte, ist da? Da liegt doch schon wieder was. Supertränke kann ich auch gut gebrauchen. Hier ist doch bestimmt irgendeine krasse Story. Guck mal, hier ist dieses komische Pokémon, das jeder liebt. Ohne Witz, bei Twitter andauernd dieses Pokémon zu sehen. Dies ist eine Statue der Pokémon, die der Erzählung nach den Leuchtturm beschützt haben. Und da ist auch sogar die Arenaleiterin. Das heißt, wir kommen gar nicht auf das Ding hier rauf. Das heißt, wir hätten gar nicht dahin gehen können zu ihrer Arena. Du findest ein Elektronetz. Senkt die Initiative vom angegriffenen Pokémon. Hallo Arenaleiterin, wie ist Ihr Name? Oh, du bist ein Arena-Challenger, stimmt's? Du kannst ja hell sehen! Naja, schließlich bist du einer der beiden Arena-Challenger, die Deleon höchstpersönlich empfohlen hat. Das hat dich unter den Arena-Leitern zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Wir wissen alle über dich Bescheid.
Hier, du Nachwuchs da, damit du auch über mich Bescheid weißt. So sehe ich es liebe, in Ruhe zu angeln. Jetzt habe ich richtig Lust auf einen Kampf. Die sieht schon ziemlich sexy aus. Ich mag auch ihre Strähnchen und so. Und nachdem wir den Arenaleiter hier, oder die Arenaleiterin besiegt haben, können wir garantiert auch auf den Leuchtturm. Von dem her, let's go! Hallo Balduin, hast du was für mich? Ja, ein Köder dabei! Merci. Besonders gut für Pokémon, die an deiner Angel hängen, okay? Ja, yeah, mit einem Köderball gehen dir Pokémon, die du geangelt hast, leicht ans Netz. Ich bin happy, ich bin froh, du bist cool und so. Danke, Balduin, du bist der Allerbeste. Mann, ey, warum müssen wir unbedingt ein Rätsel lösen, um gegen die Arena-Leiterin kämpfen zu dürfen? Das ist doch scheiße. Okay, also uns erwartet irgendein Rätsel. Du musst gegen Kate gewinnen, hörst du? Versprich mir das. Das ist doch unser Fan hier. Genau, die jetzt unseren Namen auch weiß. Okay, wir haben 5 Beleber, könnten ein bisschen knapp werden, aber mal schauen. Naja, wir haben, naja, eigentlich, warte mal, wir haben ja Exandros. Der soll das alles relativ alleine bewältigen können. Aber wir haben ja auch eben schon Level 24 Fisch draußen gesehen. Also kann vielleicht doch spannend werden, dass die hier ein bisschen krassere, also vom Level her zumindest, krassere Pokémon haben. Warte, wie siehst du aus, damit ich auch die Stimme richtig machen kann? Die sieht böse aus. Die erste sah gelangweilt aus, die sieht böse aus. Hallo Arena Challenger, möchtest du jetzt an unserer Arena mich schon versuchen oder was? Ja, möchte ich. Oh, darf ich dich dann bitten, zuerst deine Uniform anzuziehen? Das weiß doch jeder, die Umkleide ist da drüben. Okay, okay, sorry. Ich beeile mich ja. Mann, die Uniform steht hier ausgezeichnet. Das ist doch blöd. Dann geh jetzt in die Arena-Challenge. Kannst übrigens nicht während der Mission auf deine Pokémon-Boxen zugreifen. Okay. Danke. Liebe Dame, muss ich schwimmen? Ich kann nämlich nicht schwimmen. Oh Gott, hoffentlich gibt's da kein Wasser. Oh, ein Glück gibt's hier Plattform und ich muss nicht schwimmen. Wisst ihr noch, die allerersten bei Pokémon Gelb und so, die Wasserarena, da war alles voller Wasser und man musste durchs Wasser schwimmen. Und dann haben sie dich im Wasser herausgefordert. Das stelle ich mir auch sehr anstrengend vor, muss ich sagen. Hallo, ich bin derselbe Typ wie in der ersten Mission. Hier musst du durch ein Wasserlabyrinth durch. Wie du das machen kannst, mit den Schaltern, die es hier überall gibt. Na dann, viel Glück. Okay, es geht los. Wir müssen der Allerschnellste sein, wie keiner vor uns war. Oh nein, unser erster Gegner. Oh, willkommen im Kälschernstadion. Ich bin genau dieselbe Dame wie draußen. Oh, gucken die alle so böse. Anscheinend macht Wassersport ein bisschen sauer. Ein Schallquap. Den kennen wir doch, den habe ich doch. Den weiß ich doch, das habe ich doch alles. Macht Exandros doch mit links. Hier, friss mein Rasierblatt. One Hit. Level 21. Okay, ich bin guter Dinge, dass die Arena-Leiterin, von der ich den Namen leider noch nicht weiß, zumindest Level 24 sein sollte mit ihren Pokémon. Oh, Rannixon will Biss erlernen. Klar, ich glaube, der hatte noch ein paar dumme Sachen, ne? Hier nehmen Rauchwolke dafür weg, weil Energiefokus finde ich ganz cool. Und Barbara wird besiegt. Was? Oh, mein Schallkorb und ich sind wohl die in diesen Kampf baden gegangen sind. Und doppelt so viel Geld, weil wir dieses Glücksduft haben. Lohnt richtig. Das Geld haben wir so schnell wieder rein, Leute. Okay, der rote Knopf ist für die roten Wasserfälle. Mein Gott. Die Arena-Challenges sind irgendwie immer mega laut. So. Ja, hä? Und jetzt? Jetzt ist gelb. Hä? Und was muss ich jetzt machen? Ich komme... Nee, warte. Wir müssen... Ah, okay, die wechseln immer. Jetzt habe ich es verstanden. Also, es ist nicht immer rot alles an oder rot alles aus, sondern rot wechselt von links nach rechts. Das heißt, wir müssen jetzt hier auch den gelben drücken. Und der wechselt dann da auch durch. Das macht Sinn. Jetzt wieder hier den roten. Und da hinten nochmal den roten. Obwohl, nee, lieber nicht. Nein, ich bin ja nicht blöd. Ich kämpfe hier gegen die gute Claudia. Ich finde schön, dass sie auch alle Wasserbälle haben. Dass da die Entwickler zumindest drauf geachtet haben. Ein Krabi! Ein erste Generation Pokémon. Das finde ich immer wieder cool, die erste Generation hier zu sehen. Aber nur Level 20, die werden schwächer, die Trainer. Klar, die hat 2 Pokémon, aber naja. Könnt ihr mal bitte bessere Pokémon haben? Ein Krebskorps. Keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich ein Krebs. Ach, das Ding. 2. Generation. Aber wow. Scheint anscheinend eine Krebstrainerin zu sein. Ich hoffe nur, du kriegst später keinen Krebs. Wenn du so viel mit Krebs zu tun hast. Pass da gut auf. Sonst endest du wie Marie Curie. Mit einem Curry im Magen. Oder so. Okay, ich glaube, unsere Geldprobleme sind hier mit diesem Glücksding auf jeden Fall behoben. Dann drücken wir hier den gelben. Und jetzt können wir hier nämlich links vorbei und hier den roten drücken. Und dann können wir wieder zurücklaufen. Und ein
ein Kandidat fehlt hier noch, nicht wahr? Oh nein, blau! Wieso gibt's ja auch noch blaue? So, hi. Ja, okay, komm, lass uns kämpfen, dann habe ich's hinter mir. Huch! Du hast es bis hierher geschafft und jetzt willst du auch noch gegen mich kämpfen? Ja, ist mein Plan so, ja. Romarold, genau das Ding meinte ich. Das ist das Teil, das sich immer an diese Wale oder sowas ranheftet. Da gibt es noch ein Pokémon, ist wahrscheinlich die Weiterentwicklung, ich bin mir gar nicht sicher. Wo der auf jeden Fall, wo zwei von den Viechern an so ein Pokémon dran sind. Ja, leider auch One-Hit. Da war die erste noch am krassesten mit ihren ein Pokémon auf Level 22 oder so. Der Rest ist ja jetzt eher Pillepalle. Oh nein, kein Kamehubs. Das war dieses hechtliche, ja. Rasierblattattacke. Mando, was eine krasse Arena. Man muss dazu aber auch sagen, ich bin natürlich gegen alles vorbereitet hier, weil ich der perfekte Trainer bin und von jedem Typ ein Pokémon habe. Bei deiner Stärke ist es kein Wunder, dass meine Pokémon nicht verlieren. Die erkennt mein Potenzial. So, gibt's hier noch einen Pokéball oder sowas? Okay. Ich drück das einfach mal, wenn mir das hier vorgeschlagen wird. Und damit haben wir es dann, glaube ich, schon, ne? Jetzt drücken wir hier noch den roten. Und dann müssen wir jetzt den blauen drücken. Und der blaue macht wahrscheinlich die drei Dinger da hinten weg. Die drei Wasserfälle, ja. Jetzt können wir da einfach easy peasy hingehen. Mando, krasses Rätsel. Das Wasser sieht aber schön aus. Ja, ich habe die Arena-Challenge Wasser besiegt. Ja. Hallo. War auf jeden Fall schon mal spannender als die erste Arena-Challenge. Und jetzt der finale Kampf gegen... Ich weiß immer noch nicht, wie sie heißt. Im Wasserstadion. Trinken Sie Witzgritke Wasser. Das beste Wasser aus der Arena-Challenge. Mit echtem Wasser, wo die Pokémon drin gebadet haben und geschwitzt haben. Für die Extraportion Vitamine und Mineralien. Willkommen, Arena Challenger! So sieht man sich wieder. Tut mir leid, dass du mich vorhin extra suchen musstest. Musste ich gar nicht. Ich wollte... Hallo? Das war Zufall. Egal. Meine Mission hast du ja ruckzuck bestanden, wie ich sehe. Die ist nicht gerade leicht, also musst du ein ziemlich helles Köpfchen sein. Aber wirst du auch schlau genug sein, gegen die Flut meiner Angriffe anzukommen? Ich finde das so toll, dass sie so viele Wasserwitze machen. Die ist ja mit allen Wassern gewaschen. So, wie heißt sie denn jetzt? Ich weiß es... Kate, ach ja. Okay, Kate, du hast eine riesengroße Hand. Und kannst dich ganz schön krass verrenken. Und dann kommt sie mit Goldini an. Genau dieselbe Kacke wie bei der ersten Generation. Dynamax-Armband aktiviert! Okay, sie hat drei Pokémon tatsächlich. Wir müssen jetzt wahrscheinlich noch nicht Dynamaxieren, weil das Goldini nur Level 22 ist. Ich glaube, da sollte sogar ein Rasierblatt reichen, ja. Okay, ich hoffe, ihre anderen Pokémon sind eventuell noch ein bisschen höher levelig, Level 24 zumindest. Und sie wird auf jeden Fall noch einmal Dynamaxieren. Ein Picuda, keine Ahnung. Wir bleiben auf jeden Fall bei Exandros, ist ja klar. Ach, das Ding, ach ja, 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 ja. Konnte ich mir auf die Schnelle nicht merken. Na komm, damit wir es einmal gesehen haben, die Dynaflora-Attack! Los, Exandros! Dynamaxiere dich! Im Namen der Freundschaft! Ein riesen Philippi-Blubla, Exandros! Genau 100 Leben habe ich. Tut mir leid, kleiner Hecht, aber deine Flora-Attack! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Das arme, arme Picuda! Tja, von Pilz befallen, tot. Dichtes Gras schießt aus dem Boden. Und noch ein Kammalm. Kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Wird wahrscheinlich ein neues sein. Ein Pokémon habe ich noch. Das Beste kommt zum Schluss. Gott, diese Psycho-Augen. Kammalm! Ist das die Weiterentwicklung von Kamehubs? Wahrscheinlich. Kannst du den bitte nochmal Dynamaxieren? Wir haben jetzt einmal angegriffen. Das heißt, zwei Runden haben wir noch. Ich setze einmal eine Dynawall ein, weil ich sehen möchte... Okay, sie Dynamaxiert sowieso. Verwandeln wir das Stadion in ein Meer! Dynamaxiere dich, Kamalm! Ich
finde das immer noch so cool, dass die Zuschauer immer so mitfiebern. Diese Chöre. Das gibt so ein geiles Feeling irgendwie. Riesenkabal. Das bringt dir gar nichts, denn ich setze eine Wall ein. Low, Riesenwall. Hier, ein Geschenk von uns. Nimm das. Haha, ich war darauf vorbereitet und habe meine Fallenkarte Dino Wall eingesetzt. Damit hat er nicht gerechnet. Und jetzt spüre meine Dino Flora. Mit der Macht meiner Gedanken platziere ich... Lol, sogar One-Hit. Pilze unter dir und du bist tot. Explodiere, du Schandsaal. Gut gemacht, Alexandros. Verwandle dich zurück. Wuhu! Ah, da war der Screenshot, den Jay gesehen hat. Jetzt habe ich es auch gesehen. Der war ja richtig kurz, lol. Obwohl ich der stärkste Pokémon-Trainer hier sein sollte, hast du mich am Ende verprügelt. Oh nein, nein, weggeprügelt. 8000 Pokédoll, jetzt sind wir wieder reich. Holy shit. Ah, das darf doch nicht sein. Na schön, ich erkenne deinen Sieg an. Du und dein Team, ihr habt die Energie, die man braucht, um sich in der Arena-Challenge zu behaupten. Ihr habt den Kampfgeist, der notwendig ist, um den Champ herauszufordern, sagt sie jetzt schon. Nach der zweiten Arena. Diesen Arena-Orden, hier habt ihr euch redlich verdient. Der Wasserorden der Freundschaft. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde diese Arena-Plättchen-Orden irgendwie doof. Da fand ich die früher geiler. Du kannst jetzt Pokémon bis Level 30 fangen. Sieht so aus, als wäre euer nächster Gegner der Feuer-Arena-Leiter. Okay, da werden wir auf jeden Fall mit Memeon kämpfen. Sind wir also auch schon krass vorbereitet. So stark wie ihr jetzt seid, wird er sicher gegen euch kämpfen wollen. Ja, easy game. Oh, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg gegen Kate Dizzy. Mann, als Anerkennung hier noch ein TM für dich. We're cool. Da lade ich dann meine Bitches drin ein. Haha. Und eine Nachbildung von Kates Uniform bekommst du auch noch. Hier, Wasseruniform. Okay, ich vermute, die Uniform, die man hier im Uniformladen kaufen kann, gibt es nicht als Arena. Das heißt, es gibt weder einen Geister-Arena-Leiter noch ein Eiskäfer, bla bla bla. Sondern die Uniform, die man halt... da kaufen kann sie nicht. Aber die Uniform, die man aus den Arenen bekommt, die kriegt man halt nach erfolgreichem Bestehen dieser Arena-Challenge immer. Und das war jetzt doch einfacher als gedacht. Naja, schade drum. Hallöchen, Präsident Roger erwartet dich bereits. Du triffst ihn im Restaurant Wellenflut hier in Kelton. Hier noch eine Liga-Karte von ihm. Damit du weißt, wie er aussieht. Gib dich bitte unverzüglich zum Restaurant. Ist ja gut, chill mal. Gar kein Hopp, der mir hier auf die Nerven gehen will. Na gut. Dann gehen wir noch einmal kurz ins Restaurant und gucken, was Rosé uns Nettes zu sagen hat. Hallo, ich bin Dizzy und ich wurde hier eingeladen. Willkommen im Restaurant Wellenflut. Ah, Dizzy, komm, lass uns deinen Sieg gebührend feiern. Ach was, dich hatte also auch eingeladen. Oh, ihr kennt euch? Na wunderbar, aber setzen wir es uns doch erstmal hin. Auf jeden Fall schöne Aussicht auf das Stadion. Kelton ist berühmt für seine delikaten Meeresfrüchte. Daher lege ich euch ans Herz, eine der lokalen Köstlichkeiten zu probieren. Aber mal ganz unter uns, hier schmeckt sowieso alles vorzüglich. Wie geht's eigentlich Professor Magnolikor? Ach, der geht's gut. Mir macht sich gerade immer das Dynamics-Phänomen Kopfzerbrechen. Er hat noch viele Rätsel zu lösen. Aber ich habe mich aufgemacht, um sie ein bisschen zu unterstützen. So, so, du willst also einen Energiequellendetektor finden. Das sind doch die Dinger, mit denen man Energiequellen aufspüren kann, oder? So wie diese Dragon Balls aus dieser einen Serie. Na dann, viel Erfolg dabei. Du wirst Professor Magnolikor bestimmt gut unterstützen können. Naja, du solltest vielleicht mal in die Schatzkammer von Claw City rein. Da gibt es tolle Geschichten über dieses Dynamax-Phänomen. Okay, ich werde dafür sorgen, dass Fräulein Sahn hier Einlass gewährt wird. Und verzeihen Sie mir mein Drängen, Rosé, aber Ihr nächster Termin wartet. Schon? Das ist doch doof. Ich wollte auch noch mit Dizzy sprechen. Das ist bedauerlich. Na gut, ein anderen Mal vielleicht. Toll, danke für das Essen. Ach, ich weiß, dass das gut meint, aber die Schatzkammer klingt nach viel Arbeit. Naja, wenigstens habe ich einen neuen Anhaltspunkt. Dann mal auf nach Claw City! Achso, und hier noch eine TM für dich, weil jedes Mal, wenn ich dich sehe, möchte ich dir etwas schenken, weil du ein süßer kleiner Frotz bist. Heimzahlung ist diese TM. Naja, bis dann. Tschüss, wir haben übrigens dieselbe Augenfarbe. Das ist mir sehr sympathisch. Darf ich trotzdem noch irgendwas essen? Nein? Na gut. Hast du vielleicht noch was für mich? Ich würde mich gern betrinken, wo ich hier gerade nichts zu essen bekommen habe. Oh? Oh! Das passiert auch noch. Okay, cool. Unser erstes Evoli-Ei. Aus zwei Evolis müsste eigentlich ein Evoli kommen, oder nicht? Dann haben wir zumindest drei Evos. Ja. Ne, unser viertes Evoli ist da schon, ne? Wir müssen halt insgesamt auf 8 Evolis kommen, damit wir alle Entwicklungen haben. Oh, jetzt hast du die Pflanze und den Wasserorden, oder? Ist ja krass.
Als nächstes müssen wir Kao besiegen, den Feuer-Arena-Leiter. Ich habe noch ein paar Insider-Infos für dich. In Galamine 2 kann man ein ganz tolles Sondertraining machen. Geh da doch mal vorbei. Danke für den Hint. Gut, dann würde ich sagen, war es das auch mit dieser kleinen Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Den zweiten Arena on. Das geht jetzt hier zack auf zack auf zack auf zack. Ich glaube, in der nächsten Folge werden wir nochmal in eine Naturzone gehen können. Und ja, dann, wenn euch ein paar gefallen, lasst ein Like da. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.